Hallo? Ja, liebe Radeberger, so lang werde ich es nicht machen. Es ist ja vieles schon gesagt worden. Ich werde mich kurz fassen. Liebe Radeberger, liebe Patrioten, ich bin nur öfters in Radeberg, da ich ja ein weiteres Wahlkreisbüro seit Juni auf der Dresdner Straße in Radeberg eröffnet habe. Meine Rede, wie gesagt, werde ich kurz halten, damit unser Direktkandidat für diesen Wahlkreis, der Andreas Harlas, noch genügend Zeit hat, sich vorzustellen. Und nun zur Sache. In den Medien wird kolportiert, dass die Solidargemeinschaft die Corona-Tests nicht mehr mitfinanzieren kann und nur noch kostenpflichtig angeboten werden kann. Werte Radeberger und Patrioten, wer hat uns 2015 gefragt, wo Merkel ihre Gäste eingeladen hat, ob wir das mitfinanzieren wollen? Wer hat uns gefragt, ob wir für 14.000 ausreisepflichtige, abgelehnte Asylbewerber allein in Sachsen weiter aufkommen wollen, für deren Unterbringung, Bekleidung und Beköstigung? Werte Freunde, ein Angebot kann man annehmen oder ablehnen. Das kann klug oder dumm sein. Womöglich verpasst man die Chance seines Lebens. Wenn man für dessen Ablehnung aber sanktioniert wird, dann ist das kein Angebot, sondern schlichtweg Erpressung. Wenn alle, die sich zur Impfung nicht zwingen lassen wollen, am 26. September die AfD wählen, ist der Spuk schnell vorbei. Liebe Patrioten und angereiste Gäste, es gibt aber auch in Sachsen viele Missstände, die wir als sächsische AfD bekämpfen und kritisieren. Wenn ich so an die Zusammenkürzung des kommunalen Straßenbaus auf ein verschwindend geringes Maß denke, hier wird die Infrastruktur kaputt gespart und gleichzeitig will der Freistaat 2000 neue Stellen in den Ministerien schaffen. Und ebenso durch die Stimmen der CDU, SPD und der Grünen wurden die Abgeordnetengehälter erhöht. Und das in Zeiten, wo Familien nicht wissen, wo sie das Geld hernehmen wollen. Wir von der AfD haben entschieden dagegen gestimmt und protestiert. Für uns ist es Patriotismus und Wählerauftrag statt Geld verdienen. Oder nehmen wir die Umverteilung der Strukturgelder für den Kohleausstieg. Hier werden die Steuermillionen, die eigentlich zum Aufbau von Arbeitsplätzen dienen, auf undemokratische Weise in Gutsherrenart für Leuchtturmprojekte einzelner Provinzfürsten verschwendet. Zum Beispiel Sanierung von Kulturhäusern oder Bau von Kegelbahnen. Die Verteilung geschah größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sicher manches notwendige Projekt, aber diese dienen nicht der Arbeitsplatzbeschaffung, sondern nur dem Machterhalt der CDU-Nomenklatura, um weitere Jahre an der Macht zu bleiben. Diese Projekte hätten aus dem normalen Staatshaushalt finanziert werden müssen, doch dort wird das Geld für andere Sachen verschleudert. Sie sehen, wie wichtig unsere Arbeit als noch Opposition ist. Liebe Radeberger, nachdem ihr mir euer Vertrauen zur Landtagswahl 2019 geschenkt habt und das trotz der erbärmlichen Einflussnahme eures OBs damals, der dort gescheitert ist, bitte ich euch um eure Stimme für unseren Direktkandidaten Andreas Harlas. Freiheit ist wählbar und sie heißt in diesem Fall Andreas Harlas, AfD. Dankeschön.